Fußball hinten rausgespielt haben, wo wir vielleicht nicht ganz so den Zugriff hatten in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dann auf die eigene Kurve. Natürlich mit einer anderen Wucht auch aus der Kabine gekommen sind und vielleicht auch ein bisschen besseren Zugriff hatten und einfach natürlich auch wussten, okay, wenn wir jetzt drücken und auf die eigenen Fans spielen, dass wir da eine andere Wucht auch entwickeln können. Wir haben nochmal Frische von der Bank gebracht und am Ende des Tages ist es ein schwieriges Spiel, muss man sagen. Ich glaube, das kannst du auch verlieren gegen eine sehr gute Hannover manchmal oder Hannover 23 und ja, einmal natürlich mussten wir das annehmen, dass die Jungs da hinten gut rausspielen von denen. Und andererseits haben wir natürlich gesagt, okay, wir möchten jetzt dann für die zweite Halbzeit dann nochmal nachlegen. Ich glaube, das haben wir gemacht. Am Ende des Tages hat es dann nicht gereicht, leider. Aber ich glaube, das haben wir auf jeden Fall nochmal Schwung gebracht. Und das war auch klar die Ansage. Ja, gut. Natürlich muss man jetzt natürlich nach zwei nicht so guten Spielen, muss man auch klar sagen, okay, ich muss auch wieder ganz klar einfach klare Dinge machen, Souveränität ausstrahlen und einfach auch meine Sache gut machen. Und das hat aber, glaube ich, nicht so viel damit zu tun, wie ich in das Spiel gehe. Ich glaube, das muss ich schon so annehmen wie jedes andere, auch wenn mir mal davor was passiert ist oder in den anderen beiden Spielen davor. Also von daher ist alles in Ordnung und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Das ist der Grundbaustein für unser Spiel und das haben wir in den Spielen davor auch meine Person nicht so gut gemacht vielleicht auch und das haben wir heute wieder auf den Platz gebracht. Nach vorne hin war es vielleicht dann nicht unser bestes Spiel, aber es war auch schwierig, muss man sagen. Und ich glaube, ein geteilter Punkt ist vielleicht für uns vor der Kulisse heute mit der Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen zu wenig. Aber man muss auch sagen, die Jungs haben es gut gemacht von Hannover und deswegen muss man vielleicht auch sagen, ja, war es verdient. Ja. Ja.